Hi Leute, ich bin's nochmal. Heute nochmal zum Thema Ernährung etwas. Und zwar, wenn man so überlegt, was eigentlich so das Hauptproblem? Warum ist das eigentlich so, dass so viele Menschen sich falsch ernähren und dann an den ganzen Krankheiten leiden, an den ganzen Volkskrankheiten, wie man das nennt? Und der Punkt ist eigentlich ziemlich simpel, ja. Der ist simpel und irgendwie schon fast lächerlich, ja. Weil die Menschen ernähren sich so schlecht aus einem Grund, und zwar, es muss schmecken. Ja, Geschmack. Geschmack ist einfach so, wenn man etwas Gutes isst, ja, was einem gut schmeckt, ja, irgendwas Döner, Pizza, Burger, Speck, ja, diese ganzen Sachen, die schmecken gut und die lösen dann Endorphine aus und so weiter und dann ist man glücklich. Und das ist bei vielen Leuten so, dass sie nach der Arbeit dann irgendwie was Gutes essen wollen, um sich wenigstens ein bisschen gut zu fühlen. Aber wie gesagt, das ist das Hauptproblem, ja, denke ich. Wenn dieses Problem nicht wäre, wenn jetzt ja die Leute nicht so sehr auf den Geschmack achten würden, ich denke, die würden dann viel, viel gesünder sein, die Menschen, ja, viel, viel gesünder. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel so umgucke, ich kenne eigentlich keinen, der irgendwas isst, was ihm nicht schmeckt, ja. Alle essen immer nur das, was ihnen schmeckt. Ich esse zum Beispiel manchmal, wie ich schon mal in einem Video gesagt habe, glaube ich, zum Beispiel Reis mit Gemüse ohne gar nichts, ja. Also ohne Salz, ohne Zucker, ohne Öle, ohne gar nichts. Das schmeckt dann ziemlich fad, ja. Das schmeckt ziemlich fad. Aber ich weiß, ich nehme mir Vollkornreis zu mir, ja, der super gesund ist, der super viele gute Effekte in meinem Körper hat, ja, der mich mit Kohlenhydraten auflädt und nicht mit raffiniertem Zucker oder so ein Mist, ja, sondern mit langkettigen, gesunden Kohlenhydraten. Und das Gemüse auch, ja, nicht in irgendeiner Panade, in irgendeiner Soße oder so weiter, ja, was dann wieder den gesundheitlichen Effekt komplett mindert. Oder zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, Spirulina zum Beispiel, schmeckt wie Fischfutter, ja, ist aber mega gesund. Ja, deswegen die Leute, die wirklich, ich denke, das ist einfach das Hauptproblem, es muss schmecken, ja, wenn es nicht schmeckt, wird es nicht gegessen. Und deswegen haben wir diese ganze Fast-Food-Bewegung und so weiter, ziemlich traurig. Aber was soll man machen? Ich denke, das ist der Hauptgrund für diese ganze Geschichte mit den Krankheiten und mit der schlechten Ernährung. Und ja, schreibt dazu, was ihr denkt, woher das kommt, warum sich die Menschen so schlecht ernähren. Ob das nur der Kick ist, den man braucht für den guten Geschmack, für die Endorphine oder ob es sonst an was anderem liegt. Das war meine Meinung dazu. Schreibt, was ihr darüber denkt. Und ansonsten, Leute, das war mein Eindruck und wir sehen uns beim nächsten Video.